Man hätte einfach mehr Ausländer, allen voran Afghanen, nach Deutschland bringen müssen, denen sofort das Wahlrecht geben und dann wäre das in Sonneberg mit der AfD nicht passiert. Steile These und das ist noch nicht mal das Verrückteste, was im Internet zum Wahlsieg der AfD bei der Landratswahl in Sonneberg zu lesen war. Kurzer Überblick gleich für euch und auch noch etwas darüber, warum Rot-Grün ausgerechnet damit die AfD jetzt bekämpfen will, womit sie schon seit Jahren völlig scheitert und was seit Jahren die AfD stark macht. Eine völlig irre Geschichte, das erzähle ich euch gleich so kurz, wie ich kann. Ja, Axel Steyer, ein Flüchtlingsaktivist, der sich selbst als Seenotretter sieht und seine Anhänger sehen ihn als solchen. Kritiker sagen, er ist ein Schleuser und mit seiner sogenannten Seenotrettung bringt er nur noch mehr Leute dazu, dass sie sich auf diesen gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen. Und er hat Folgendes auf Twitter getweetet. Hätte es genug Zuzug aus dem Ausland gegeben, zum Beispiel indem man die Visapflicht für Afghan-Sternsch-Innen und andere Verfolgte abschafft und hätte man diesen Menschen sofort das Wahlrecht eingeräumt, wäre Sonneberg heute kein Thema. Deshalb Grenzen auf. Eine bemerkenswerte Logik und vor allem, dass Leute wie dieser Steyer glauben, dass Migranten aus islamischen Gesellschaften Rot-Grün wählen würden. Also die Parteien, die für alles Queere sind, die sagen, Geschlecht kann man einmal jährlich wechseln, die genau das verkörpern, was man im Islam in der Regel verabscheut. Also das ist hanebüchen. Entlarvend ist das Ganze aber auch noch dadurch, dass er ganz offen sagt, was eines der Motive ist, dass man so viele Leute hier reinlassen will, dass man hofft, dass die Richtigen wählen. Was für ein Irrglaube. Und dieser Herr Steyer, das ist derjenige, der bekannt ist für die Aussage, dass es bald keine Weißbrote mehr in Deutschland geben wird. Und mit Weißbrot bezeichnet er die Deutschen. Also nach ihrer eigenen Logik eigentlich eine rassistische Diffamierung. Und der Herr Steyer hat dann viel Widerspruch geerntet und dazu schreibt er dann das Folgende. Jetzt werfen mir die AfD-Deppen doch glatt vor, ich wolle den Austausch der Bevölkerung. Dabei habe ich gar nicht gefordert, dass Nazis aus Deutschland in andere Länder umgesiedelt werden müssten. Diese Last sollte man besiedelten Gebieten wirklich nicht aufbürden. Also für mich spricht aus den Worten von diesem Herrn Steyer ein massiver Selbsthass, ja, wie bei Habeck, der ja auch unterschwellig da ist, der hat die Nationalhymne nicht mitgesungen, der hat schon früher gesagt, also mit Vaterlandsliebe kann er nichts anfangen, mit Deutschland kann er nichts anfangen und Vaterlandsliebe, das, ich glaube, findet er zum Kotzen, ich müsste es nochmal genau nachschauen, das mache ich auch so gleich, wie er das gesagt hat, Vaterlandsliebe stets zum Kotzen, genau. Und ja, das hat etwas miteinander zu tun und schon witzig, wie da angebliche Verschwörungstheorien wahr werden. Aber es ging noch weiter. Ein Journalist, der verglich das Ganze mit Schimmel, was da passiert ist, und meinte, das müsse entsorgt werden. Also Gottes Willen, wenn das ein Nichtlinker gesagt hätte, dann hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Ich lese es euch mal kurz vor. Mohammed Amjahid: Wenn Brot an einer Stelle schimmelt, ist es super wichtig, das ganze Brot zu entsorgen, weil die Schimmelsporen unsichtbar das ganze Leib durchziehen können. Und darunter noch eine Karte. Kennt ihr, wann Brot an einer Stelle anfängt zu schimmeln? Und da ist Sonneberg gekennzeichnet. Also das ist in meinen Augen NS-Sprache, wenn man Menschen mit Schimmel vergleicht und dann sagt, das muss entfernt werden. Und es gab auch noch einen Boykottaufruf: Kauft nicht im Nazi-Landkreis. Gruselig, diese Leute haben offenbar keinerlei Geschichtsverständnis. Sie glauben, sie kämpfen gegen nationalsozialistische Dinge und sie machen genau etwas, was an die Wurzeln des Nationalsozialismus erinnert, schauen wir uns auch kurz an. Reinmann: Liebe Modelleisenbahnfreunde, bitte kauft keine Produkte mehr von Pico. Diese Firma hat ihren Sitz im Nazi-Landkreis. Ja, was soll man dazu noch sagen? Dann, wie hat die Politik reagiert? Wie immer, man sagt, nur wir sind die Demokraten.
die Rot-Grün-Union-FDP-Politik, meine ich. Und die anderen sind die Bösen. Schauen wir uns mal an, was Ricarda Lang zu sagen hatte. Das Ergebnis der Landtagswahl in Sonneberg ist bestürzend und es ist eine Warnung an alle demokratischen Kräfte. Spätestens jetzt ist es Zeit, wo bei allen Streit in der Sache alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssen. Sprachfehler habe ich mitgelesen, sind einige drinnen. Also gemeinsam muss man es verteidigen. Schauen wir uns an, was der Innenminister von Thüringen zu sagen hat. Der Mann, der nur im Amt ist, weil man die Wähler betrogen hat. Denn man hat denen versprochen, dass man Neuwahlen macht und man hat es nicht gemacht. Also der wundert sich dann, dass die AfD so stark ist in Thüringen. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Jetzt lese ich das vor. Georg Mayer, das Wahlergebnis in Sonneberg ist ein Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte. Jetzt heißt es, die parteipolitischen Interessen hintanzustellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen. Konkrete, erfolgreiche Sachpolitik ist das richtige Mittel, um die AfD zu bekämpfen. Aha, heißt das dann, dass man vorher parteipolitische Interessen nicht hintangestellt hat? Heißt das dann, dass man bisher keine Sachpolitik gemacht hat? Also, es ist wirklich fast schon tragikomisch und so geht es durch die Reihen. Noch ein Beispiel. Safsan Cepli, das ist der absolute Horror und ich fürchte, das war noch nicht alles. Vielleicht wachen jetzt alle demokratischen Parteien auf. Sie gibt also zu, dass sie geschlafen haben. Andere schreiten zur Wählerbeschimpfung, zum Beispiel der Herr Stegner aus Schleswig-Holstein. Hören Sie es an. Mit Rechtsradikalen gemeinsame Sachen machen für Demokraten niemals, nirgendwo und aus keinem Grund. Demokratiefeinde, Rassisten, Antisemiten, Nationalisten von der AfD wählt man nicht, wenn man einen Funken Anstand und Verstand hat. Nie wieder. Ja, Wählerbeschimpfung von Herrn Stegner und diese Leute wundern sich dann, dass die Wähler sie nicht mehr wählen. Es geht aber noch weiter. Schauen wir uns mal an, was der Georg Restle von der ARD vom WDR gemacht hat. Monitor, bitte. Liebe Sonneberger AfD-Wähler, helft mir mal. Ihr habt den Vertreter einer rechtsextremen Partei zum Landrat gewählt. Erneuter einen, der Seite an Seite mit Deutschlands berüchtigstem Rechtsextremisten steht und beklagt euch, dass ihr als Unterstützer von Rechtsextremisten bezeichnet werdet. Ja, Georg, Herr Restle, ich sage jetzt Herr Restle, wir waren lange per Du, kannten uns in Moskau. Er ist dann zum Sie zurückgegangen, darum bleibe ich auch beim Sie. Selbstkritik kommt Ihnen nicht in den Sinn, weil wenn Sie Ihren Gedanken zu Ende denken, dann wäre ja die logische Schlussfolgerung, die zwingende Frage, die sich daraus ergibt, wäre, was betreiben Sie für eine Politik, was betreiben Sie für eine Arbeit in den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass die Menschen zu denen gehen, die Sie als Rechtsextreme bezeichnen. Aber so weit denkt er offenbar nicht. Richtig putzig auch die Reaktion von meinem Lieblingsdenunzianten aus der Bundespressekonferenz, Thilo Jung, der Mann, der einst schrieb, dass Mao, die DDR und die Sowjetunion oder Stalin, also die berüchtigsten Linksradikalen, dass die eigentlich rechts waren. Hat er danach aber gelöscht. Aber auf so einen Gedanken muss man erstmal kommen. Schauen wir uns mal an, was Thilo Jung schreibt. Erst der Landkreis, dann das Land, dann der Bund, Sonneberg, der Faschismus kommt und es gibt keine Anzeichen, dass die deutsche Wiederkehr gestoppt wird. Wie auch, wenn am Kapitalismus mit allen Mitteln festgehalten wird. Also es ist stramme DDR-Position, ja, weil wir im Moment das große Problem bei der rot-grünen und gelb mit gelben Einsprengselregierung ist, dass sie am Kapitalismus festhält. Ja. Also wir haben so viele sozialistische Elemente da dabei, aber das ist jemand mit so einer links, ganz linken Position wie dem Thilo Jung, ist das natürlich immer noch zu marktwirtschaftlich. Dass da die Großkonzerne massiv mitspielen und es tatsächlich kapitalistische problematische Elemente gibt, da streite ich ja gar nicht darüber. Aber das ist ein Weltblick eines Fünfjährigen, in meinen Augen eines Fünfjährigen mit strammer DDR-Erziehung. Es ging sogar noch weiter und zwar gab es einen Fake-Account. Ich habe für eine Minute auch gedacht, das ist echt, aber es ist so köstlich, was da steht und selbst viele Medien haben das ernst genommen. Ich habe es Gott sei Dank vor der Veröffentlichung gecheckt, aber allein die Tatsache, dass man so etwas inzwischen für real halten kann, die spricht Bände. Das schauen wir uns auch an. Und zwar ist das von einer angeblichen Oberregierungsrätin in der CDU, aber nach meinen Augen ein völliger Fake-Account. Interessant, was da geschrieben steht. Aktueller denn je, eine Impfpflicht hätte das katastrophale Ergebnis in Sonneberg eventuell verhindert. Dann hätte man den Ostdeutschen mal wieder bewusst gemacht, dass der Staat über ihnen steht und die Wahl von AfD gefährlich ist. Staat darf sich nicht auf Nase rumtanzen lassen.
Ja, und dazu kam dann auch noch in diesem Fake-Account die Aufforderung, man müsse die Wahlen wiederholen. Wundert mich ja jetzt noch, dass die Angela Merkel noch nicht angerufen hat. Aber dass man inzwischen wirklich, selbst ich im ersten Moment, denkt, sowas ist realistisch, das zeigt, wie weit wir inzwischen in Richtung Irrenhaus gekommen sind. In meinen Augen ist das alles sehr traurig. Und jetzt kommen wir nochmal zurück aus diesen Forderungen auf der Politik, weil meine tiefste Überzeugung ist, dass der Erfolg der AfD ganz wesentlich darin begründet wird, dass die Leute sagen, wir bekommen eh immer nur den gleichen rot-grünen Einheitspreis. Selbst die Union unterscheidet sich dann nur noch in Nuancen. Das Klima über alles machen die auch mit. Die sagen dann nur etwas mehr in diese Richtung, etwas mehr in die andere Richtung. Aber es gibt keinen Richtungsstreit mehr. Und dass die großen Parteien so eng zusammengerückt sind, dass Kritiker schon sagen, das ist ja wie die Blockparteien in der DDR. Ich bin immer gegen solche Gleichsetzungen. Das ist in meinen Augen das große Problem. Und was machen die jetzt? Sie sagen, wir müssen noch enger zusammenrücken. Ja, sie haben den Schuss nicht gehört. Was wirklich die CDU und die FDP machen müssten, wenn sie wirklich den Aufstieg der AfD bekämpfen wollten. Sie müssten Akzente setzen und sie müssten aufhören, politische Bettvorleger von Rot-Grün zu sein. Und solange sie mit denen nur auf Schmusikus sind, solange jemand wie der Friedrich Merz sich brüstet, dass man in der Mehrheit der Entscheidungen im Bundestag mit Rot-Grün-Gelb gestimmt hat, ja, das ist die größte Wahlwerbung, die man sich für die AfD vorstellen kann. Solange man die ganzen AfD-Leute pauschal als Faschisten bezeichnet, ist die größte Wahlwerbung für die AfD, die man sich vorstellen kann. Und übrigens eine ungeheuerliche Relativierung des echten Nationalsozialismus. Mir hat jetzt schon jemand geschrieben, heute ein ganz böser Kommentar, ja, ich sei ja pro AfD. Ich bin pro überhaupt niemand. Wenn ich als Journalist pro etwas wäre, wäre das in meinen Augen schlimm. Und ich will auch nicht umgekehrt wie die Journalisten in der anderen Richtung so sein. Ich finde nur, wenn die ganzen großen Medien von früh bis spät nur Diffamierung der AfD betreiben, dann müssen die Kleinen zumindest das aufspießen und müssen das thematisieren. Das ist meine tiefste Überzeugung und dass das viele auch schon nicht mehr verstehen, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Eine Frau schrieb dann, ja, sie habe wirklich Angst vor der AfD und das zeigt, wie stark diese Panikmache ist. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, also ich möchte keinen Thilo Jung als Kanzler, ich möchte keinen Rolf Stegner als Kanzler, ich möchte viele nicht als Kanzler und ich möchte auch einen Höcke nicht als Kanzler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich viele Probleme. Wenn der Herr Höcke zufällig hier zuhört, dann soll er doch mal ein kurzes Video machen, soll sich mal ganz, ganz klar von manchen Aussagen distanzieren. Höre ich aber nicht. Und wie gesagt, in meinen Augen ist diese, also wenn dann manche sagen, ja, das gibt es überhaupt nicht, das Radikalismusproblem bei der AfD, ist in meinen Augen genauso absurd, wie wenn die anderen sich hinstellen und sagen, das sind alles Radikale. Es ist wirklich, wir neigen völlig zu den Extremen und das ist wirklich dramatisch in unserem Land. Und wie gesagt, wenn die großen, ja, was heißt, die AfD ist jetzt schon eine große Partei, die hat sogar die SPD überholt und da steht heute wieder, da schreibt er wieder eine, erstmals überholt, ja, das war doch schon vor 2 Wochen. Und noch mehr, das mache ich jetzt noch zum Schluss, das ist wirklich der Witz des Tages, habe ich auch auf meiner Seite drüber geschrieben, da kommt jetzt dann Fokus, Bild, alle schreiben, wenn die AfD den Kanzler stellen wird, dann will jeder Sechste ausreisen, andere schreiben jeder Siebte, sie sind sich überhaupt nicht einig. Dass sie Mathematik nicht können, also das ist so nach dem Motto wie in dem alten Witz, ja, nur 53% der Deutschen beherrschen die Bruchrechnungen, das sind 3/4. Also offenbar haben die es mit Mathematik nicht, so 15% sind es. Der noch größere Witz ist aber, dass die alle zu dumm waren zum Recherchieren, weil ich hatte auf meiner Seite vor kurzem eine INSA-Umfrage und danach wollen völlig unabhängig von der AfD, danach sagen ein Viertel, 25%, nicht 15%, die bei der AfD ausreisen wollen, dass sie ernsthaft an Ausreisen denken. Also die solide, ehrliche, journalistische Schlagzeile wäre, für den Fall eines AfD-Kanzlers wollen weniger Leute auswandern als ohne diesen Fall. Man kann es natürlich nicht vergleichen, aber das zeigt wieder, wie hier ein Narrativ bedient wird, wie hier Framing betrieben wird und ich nenne es Propaganda, weil man ein bestimmtes Weltbild hier durch
ziehen will. Und in meinen Augen ist es wirklich so, das sind kommunizierende Röhren. Auf der einen Seite diese völlige Verdammung der AfD, auf der anderen Seite hilft das genau den Kräften in der AfD, die zum radikalen Flügel eher gehören. Wollen wir mal schauen, wie sich da die Machtkämpfe entwickeln. Auf jeden Fall da, wo die großen Parteien versagen in Sachen Demokratie, wo die keinen echten Wettbewerb mehr haben, da ist zwangsläufig es so, dass andere dieses Vakuum besetzen. Ja, und Angela Merkel, das war ja ihre Taktik, geht auch auf alte DDR-Methoden zurück, immer mit diesem Kampf gegen rechts hat man immer Kritik delegitimisiert. Und was wäre Angela Merkel ohne die AfD gewesen? Die brauchte die AfD zum Überleben, weil sonst hätte man ja nicht bei jeder Gelegenheit bei vernünftigen Argumenten sagen können, das könnte ja auch von der AfD stammen. Also die AfD war für Angela Merkel überlebensnotwendig, umgekehrt auch. Und das ist etwas, was ich denke, uns alle zum Nachdenken anregen sollte. Und ja, spannende Zeiten leider. Alles Gute. Schaut wieder rein, lasst ein Like da, abonniert, schaut euch die T-Shirts an im Unterstützershop und wer sich's leisten kann, freue ich mich, wenn ihr YouTube und Google eine Harke zeigt und diesen unsäglichen Werbeboykott, diese unsäglichen Schikane, wenn ihr was dagegen macht, kann man inzwischen auch mit Kreditkarte, unten steht's. Der Link, vielen herzlichen Dank. Wer wenig hat, bitte nichts geben, selber behalten. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ein kurzes Backstage. Ich hatte gestern das Flickern hier. Das lag daran, ich habe eine neue Lampe eingestellt, die den Hintergrund beleuchtet, und jemand, der sich gut auskennt mit Video, hat mir das geraten. Und es gibt einen alten russischen Spruch, und der ist genial, im Deutschen gibt es den leider nicht, der heißt, das Bessere ist der Feind des Guten. Also wenn man es besser machen will, macht man es dann weniger gut, und das war genau gestern der Fall, weil es dann flimmerte die ganze Zeit. Und ich möchte mich da entschuldigen, eigentlich mit so einem Fehler dürfte man es nicht rausgeben, aber es war wieder spät in der Nacht und ich war wirklich schon müde, und da habe ich mir gesagt, jetzt nochmal alles neu aufnehmen, ob ich es dann in noch müderen Zustand noch richtig zustande bringe. Und drum, sorry, habe ich euch das zugemutet, aber es kommt ja auf den Inhalt an und nicht nur auf das Optische. Und ich glaube, die hier zuschauen, die legen den Schwerpunkt auf das Inhaltliche, weil ich mache ja nicht so eine große Show, wie das manche machen, wo dann hinten alles flimmert und ganz groß dann all diese Dinge. Ich setze da andere Schwerpunkte und ich freue mich riesig, dass ihr das mit mir mitmacht. Alles Gute, danke, ciao. Und einen Witz habe ich noch versprochen und da muss ich jetzt improvisieren. Ich kenne ja unendlich viele Witze, das ist wirklich so, aber im entscheidenden Moment fällt mir dann entweder gar keiner ein, ja, manchmal aber auch dann ganz viele nacheinander, oder die vielen russischen, die hierzulande nicht politisch korrekt sind. Und ja, dann erzähle ich nur einen, ja, der ist aber auch wieder politisch nicht korrekt, aber dann verdrehe ich einfach die Geschlechter, wo ein Arzt mit der Frau redet, mit der Befreundeten, und ihr sagt, ja, also wissen Sie, Ihr Mann, der gefällt mir gar nicht, und sie dann sagt, ja, mir gefällt er auch schon lange nicht mehr. Ja, das ist übrigens ein jüdischer Witz. Ich liebe den jüdischen Witz. Er ist genial. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann öfter mal hier jüdische Witze. Auch wenn die teilweise sehr, sehr heftig sind, dahingehend, dass einem da wirklich manchmal das Lachen im Gesichte erstarrt. Alles gut. Aber der war ja harmlos. Alles Gute. Danke. Ciao. We'll be right back.